1943. In Stalingrad, im eiskalten Winter an der Ostfront, fallen Schneeflocken und Gewehrschüsse. Getrieben von Windböen taumelt ein Mann in deutscher Uniform scheinbar ziellos vorbei an Leichen über den Tod. Die Finger erfroren, die Beine ganz steif, hadert er mit seinem tragischen Los. Hier soll er sterben, der größte Tennisspieler seiner Generation, der die Besten geschlagen hat. Welch Ironie. Statt Filzkugeln fliegen ihm nun stählerne Projektile um die Ohren. Seinen Schläger hat er eingetauscht gegen ein Maschinengewehr. Und auf dem verschneiten Schlachtfeld ist eine gute Rückhand wirkungslos. In der Ferne vermeint er noch das Echo eines Ballwechsels zu hören. Doch im Getöse der Bomben geht seine Karriere dem Ende entgegen. Gottfried von Kramm ist ein sächsischer Aristokrat. Das Tennisspiel lernt er im Alter von 6 Jahren von seinem Vater, der in Oxford trainiert hat. Auf dem Schloss der Familie in Brüggen sticht er als jugendlicher Spieler heraus. Sein Stil ist raffiniert und ästhetisch. Gottfried versteht von Beginn an, dass dies ein Sport für Gentlemen ist und ein erfolgreicher Spieler sich auch zu benehmen wissen muss. Mit 19 wird er Mitglied des renommierten Tennisclubs Rot-Weiß Berlin. Er ist nicht nur ein guter Spieler, er ist ein Vorzeigeathlet. Cremefarbene Hosen, wappenbestickte Jacke, dieser Mann ist ein Prinz. 1932 gelingt ihm der sportliche Durchbruch. Beim Davis Cup bringt er Deutschland gegen Österreich, Irland und Großbritannien ins Finale. An manch feurigen Abenden feiert er die schönsten Jahre der Weimarer Republik und hat eine Affäre mit einem gut aussehenden Mann. Am 30. Januar 1933, gegen Mittag, wird ein ehemaliger Maler aus Österreich namens Adolf Hitler deutscher Reichskanzler. Überall ist der Gleichschritt lederner Stiefel zu hören. Gottfried überlegt, zu fliehen. Doch er weiß nicht wohin, also flüchtet er in seinen Sport. Sein Erfolg ist ein Segen für die deutsche Regierung. Er verkörpert das arische Ideal des Siegers. Das Reich hat ihn im Visier. Gottfried triumphiert auf dem Tennisplatz. 1936 gewinnt er die US und die French Open. Allerdings muss er vor jedem Spiel Kleidung mit dem Hakenkreuz-Symbol anlegen. Nazi-Reichsminister Hermann Göring will, dass er in die Partei eintritt. Doch Gottfried lehnt ab. 3-mal. Fairplay ist Gottfried sehr wichtig. In einem Finale gibt er einen Punkt zurück. Es war eine Fehlentscheidung. Der Punkt wurde irrtümlich ihm statt seinem Gegner zugesprochen. Hitler ist außer sich und schäumt vor Wut. Als Verräter der Nation muss sich Gottfried verteidigen. Ich habe das deutsche Volk nicht verraten. Ich habe ihm alle Ehre gemacht. Am 20. Juli 1937 weht in Wimbledon eine Hakenkreuzfahne. In Nürnberg wurden die Rassengesetze verkündet. In der Umkleide erhält von Kramm einen Anruf von Hitler, der ihn unter Druck setzt, zu siegen. Mit bemerkenswerter Selbstsicherheit brilliert er auf dem Grün. Elegant retourniert er die Bälle. Scheinbar mühelos spielt er, egal ob Vor- oder Rückhand, jeder Schlag sitzt. Das ist kein Tennisspiel. Das ist ein Tanz. Der Amerikaner Donald Budge ist sein Gegner und Gottfried liegt vorne. Die ersten beiden Sätze gewinnt er. Doch Budge gibt sich nicht so leicht geschlagen. Die bekanntesten Aristokraten aus England und Deutschland werden Zeuge eines Jahrhundertspiels. Doch Gottfried verliert. Mit dem 5. Matchball erzielt Budge den entscheidenden Punkt zum Sieg. Gottfried kommen die Tränen. Am 5. März 1938 erscheinen 2 Männer der Gestapo im Schloss der von Kramms. Aufgrund seiner Liebesbeziehung zu einem Juden bringt man Gottfried ins Zuchthaus. Hinter Gittern denkt er verzweifelt an seinen Geliebten. Als Gottfried endlich freikommt, steht er auf jeder schwarzen Liste. Im Mai 1940 wird er eingezogen und an die Ostfront geschickt. Gottfried erlebt ein Gemetzel. Bei jedem Schuss zuckt er zusammen. Er ist 31 Jahre alt. Wenige Kilometer entfernt, in Stalingrad, stirbt sein Doppelpartner im Kugelhagel. Die Kälte setzt Gottfried zu. Seine Träume sind erfüllt von den Schrecken des Krieges. Doch er ergibt sich der Angst nicht. Trotz allem, was Deutschland ihm angetan hat, kämpft er tapfer an der Seite seiner Kameraden. Für seinen Mut wird ihm das Eiserne Kreuz verliehen. Nach Kriegsende liegt Berlin in Schutt und Asche. Auch Gottfrieds Tennisclub ist zerstört. Seit 6 Jahren hat er nicht mehr gespielt. Schüchtern kehrt er auf den Platz zurück. Er gewinnt einige Partien, doch seine Karriere ist vorbei. Er geht ins Exil nach Ägypten und wird Geschäftsmann. Am 9. November 1976 kollidiert der Fahrer seines Wagens mit einem Lastwagen.
Der Tennis-Champion wird in den Graben geschleudert und mit ihm enden auch seine Träume.